Ich bin Engel Uriel und begrüße dich mit den Worten meines Herzens, O Marthasat. Uriel spricht heute zu dir, um dich in deiner Gefühlswelt und in deiner Stärke aufzubauen. Uriel weiß, wie es ist, wenn man hin und her gerissen ist, wenn man sich nicht entscheiden kann oder wenn man unruhig ist. All diese Gefühle, die Emotionen, welche dich als Mensch durch die Dualität belasten, sind mir, Uriel, sehr gut bekannt. Und so möchte ich dich einfach ein wenig stabiler machen, ein wenig kräftigen und dir bewusst machen, welch eine großartige Lichtarbeit du tust, einfach allein aus dem Grunde, dass du hier auf der Erde bist. Schon allein deine Anwesenheit trägt so eine Kraft, wie du dir es überhaupt nicht vorstellen kannst. Deswegen spreche ich heute zu dir, um dir dies bewusst zu machen. Denn oft hast du das Gefühl, klein und unwichtig zu sein. Oftmals meinst du, nicht gut genug zu sein. Aber dies, mein lieber Mensch, das stimmt alles nicht. Diese Gedanken kommen aus deinem Verstand, weil er so viele Dinge nicht einordnen kann. Aber ich, Uriel, ich spreche im Namen vieler hoher geistiger Wesen, welche eine sehr große Achtung vor dir tragen. Und so möchte ich dir bewusst machen, dass du viel mehr bist, als wie du denkst. Und wenn du nur ein klein wenig von dem, was ich dir heute sage, annehmen kannst, wird es schon ein großer Schritt für dich sein. Denn dieses Annehmen bringt dich in die Energie zu erkennen, wer du in Wirklichkeit bist. Es bringt dir die Energie anzuerkennen, dass du mehr bist als nur ein Mensch. Und dieses Annehmen und anzuerkennen wird dir Freude bringen. Es wird dir Freude und Leichtigkeit in dein Leben bringen. Denn mit der Freude und Leichtigkeit regelst du alle Dinge viel einfacher, als wie mit schwierigen Gedanken, als wie mit Gedanken, dass es etwa zu schwer für dich wäre, etwas zu tun. Uriel hat so großes Verständnis für dich, denn ich bin der Engel, welcher dich ausgleicht in deinem emotionalen Bereich und welcher dich stärkt in deinem Sein, welcher dich stärkt in deiner Persönlichkeit. Und so fließt mit jedem Wort die ausgleichende Energie aus der geistigen Welt zu dir in diesem Moment in dein Herz hinein. Nehme auf, was du aufnehmen kannst. Das sind die Geschenke, welche wir dir als geistige Wesen machen können,
alles andere, die Worte und die Gedanken in die Taten umsetzen, das musst du allein tun. Aber bestärken in deiner Energie und Kraft, dabei können wir dir helfen. Und somit spürst du schon, wie es ist, kraftvoll, ab heute kraftvoll deine Entscheidungen zu treffen. Und du spürst, wie es ist, ab heute in großer Freude deine Taten zu erledigen. Und du spürst vielleicht auch, was es bedeutet, dies alles in Dankbarkeit zu tun. Diese drei Energien bestärken dich und gleichen dich aus. Und somit wird, wenn du dich daran erinnerst, morgen in deinem normalen Alltag, wenn du vielleicht gar nicht an mich denkst, aber wenn du dich daran erinnerst, an die Kraft, die Freude und die Dankbarkeit, dann könnte es sein, dass es einfacher für dich ist, deine täglichen Aufgaben zu erledigen. Und dieses Geschenk wollte ich dir heute überbringen. Und ich weiß auch sehr genau, dass du mit diesen Worten sehr viel anfangen kannst. Und ich weiß auch, dass du dich morgen oder die anderen Tage daran erinnern wirst. Und so, mein geliebter Mensch, lege ich dir nun meinen Arm um deine Schulter, um dir zu zeigen, wie sehr du von mir und von der geistigen Welt wertgeschätzt bist. Und auch nun ist es an der Zeit, dass ich mich von dir verabschiede. Aber die Energie der Dankbarkeit, der Freude wird immer bei dir bleiben. Und so sende ich dir die Worte des Abschiedes in den Tönen der Sprache der Engel von Anjali.